Sergio hier. Golden Dach auf. Willkommen auf meinem Kanal. Und zwar, wir wollen den Dodge Charger weiterschrauben. Aus Fast and the Furious, Ausgabe 15. Und wir machen weiter am Motor. Hier haben wir die Teile. Keine Orangenen dabei, so wie in den letzten beiden Ausgaben. Aber wir sind auch mit verchromten Teilen zufrieden. Ne? So, oh, hier ist schon was rausgefallen. So, ich hoffe, ich habe die Übersetzung wieder einigermaßen hinbekommen. Und zwar bekommen wir den Ansaugkrümmer und der besteht aus drei Teilen. Und zwar dieses Teilchen. Dann dieses Teil, das ist alles verchromte Plastik. Und hier. Dann bekommen wir das Kompressorgehäuse. Hier. Yeah. Das glänzt vielleicht. Und die Rückwand vom Kompressor. Die sieht dann so aus. Und nun kommt's. Ne, noch nicht. Da sind dann CM und AP Schrauben. Und das sind dann Einspritzventile. Wie die Übersetzung hieß, das möchte ich euch lieber alles nicht erzählen. Und dann haben wir hier diverse Einspritzleitungen. Das sind dann hier Drähte in verschiedenen Größen. So, hier habt ihr mal eine Auswahl gesehen. Wie viele verschiedene das sind, das seht ihr dann nachher bei der Montage. So. So. Das sind insgesamt 8 Stück in 4 verschiedenen Größen. Wie gesagt, das seht ihr gleich von nahen bei der Montage. Dann seht ihr genau, wie die aussehen. Ja, Blister leer. Und wir fangen an zu schrauben. Dafür hole ich euch dann nochmal ran hier. Ne? Kommt mal her. So, als erstes brauchen wir natürlich die Teile hier von dem Ansaugkrümmer. Und zwar legen wir uns das Ganze so hin, dass hier die Rohre oder was auch immer das hier darstellen soll, hier nach dieser Seite gucken. Und dann die offene Seite, die ist auch verschieden lang. Hier ist das ja auch schräge. Das wird dann sozusagen hier reingesteckt und dann mit 4 AP-Schrauben wird das Ganze dann verschraubt. Und zwar hier in den Ecken. Wieder 4 Stück, 4 Schrauben, also wir haben wieder eine Menge zum Schrauben. Und hier an diese Laschen. Nicht zu doll anschrauben, weil es ist Plastik und wir wollen ja keinen Bruch und so weiter und so fort haben. So, jetzt kommt dann auch noch das nächste Teil hierauf und zwar kommt das so verkehrt rum rauf. So kommt das dann rauf. Aha, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So rum und auch hier mit 4 AP-Schrauben. Das artet in Arbeit aus heute. Aber das nützt ja nichts. Das soll ja ordentlich halten. Das Witzige ist ja nachher später, du siehst ja nachher nicht mehr so viel davon, ne? Das Auto steht dann nachher irgendwann fertig da. Der Riesen-Oschi. Und man sieht davon nicht mehr so viel. Ja, da haben wir die Teile dann schon mal zusammen und jetzt kommt's. Ich muss
den Zoom wieder weg rausnehmen. Weil hier haben wir den Motorblock. Und da kommt das Teil jetzt nämlich rauf. Und zwar hier auf diese vier Schraubrohre, sage ich jetzt mal. Und dafür brauchen wir CM-Schrauben. Auch wieder vier Stück. Jetzt müssen wir natürlich fummeln, um die reinzuschrauben. Und dafür ist das wirklich wichtig, einen magnetischen Schraubenträger zu haben. Weil sonst hättest du jetzt echt Geburtstag. Sonst wäre das eine schöne Fummelei geworden. Aber das ist eben, ne, vernünftiges Werkzeug ist die halbe Miete. So, das haben wir schon mal fest. Und jetzt brauchen wir das Kompressorgehäuse und da wird dann die Rückwand angeschraubt. Und zwar so mit AP-Schrauben. Nummer 1 und Nummer 2. Wo ist der Motorblock? Hier ist er. Und das ganze Teil kommt dann jetzt hier rauf. So, rauf. Ach, einige werden schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Ich eier hier rum und sage, ne, mit den Schrauben müssen, ne, man braucht einen magnetischen Schraubenträger. Und was mache ich? Ich schraube das ganze Teil verkehrt rum hier rauf. Das ist mir jetzt peinlich. Gut, ich hätte jetzt ja auch einfach nochmal neu filmen können und hätte euch das gar nicht gezeigt. Aber ja, die bittere Wahrheit kommt ans Tageslicht. Weil das Teil kommt nämlich so rum rauf. Das passt auch viel besser. Und dann ist das mit den Schraublöchern natürlich viel, viel einfacher. Und was noch? Es sieht viel besser aus. So, aber den Fehler haben wir ja schnell korrigiert. Ja, ihr seht, ich bin hier mit Euphorie bei der Sache und kann kaum erwarten, wie das Endergebnis aussieht. Deswegen bin ich immer so fix hier bei der Sache. Und ja. Aber nun sieht das ja wieder richtig aus. So, jetzt passt das Ganze auch viel besser. Hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und zwar so rum. So rum muss das jetzt hier rauf. Die Frage ist jetzt, ja, so rum geht ja nicht. So rum passt das jetzt gut. Irgendwas habe ich doch jetzt falsch gemacht. Weil das müsste, das muss eigentlich so. Doch, jetzt passt das. Ich habe immerzu nicht richtig getroffen. Ach, hier sind diese beiden Stifte. Und die müssen natürlich hier richtig, richtig rein. So, ruhig bleiben. So, und wieder vier AP-Schrauben.
ja, jetzt hier bis zu dieser aktuellen Ausgabe hier, bis einschließlich Ausgabe 15, ist schon eine ganze Menge passiert, ne? Kann man ja mal so sagen. Und war auch abwechslungsreich. Wir haben jetzt schon von fast jeder Region, außer von hinten, haben wir schon von fast jeder Region was gebastelt, ne? So, die vier Schrauben sind auch drin. Gut, jetzt kommen wir zu Ausgabe 1. Das war doch Ausgabe 1. Das sollen wir vorsichtig auseinandernehmen. Haben wir hingekriegt. Und das Teil kommt dann hier mit oben rauf. Und das passt. Und das glänzt. Junge, Junge, Junge. Und natürlich auch mit zwei AP-Schrauben wird das Ganze jetzt verschraubt. Ja, hier drinne. Da ist eine, da ist eine. Was ein Teil. So, jetzt haben wir ja das Teil noch. Das kommt noch nicht gleich wieder rauf. Und wir haben hier, so, was habe ich jetzt nur gesagt? Die Einspritzleitung und die Einspritzventile. Die holen wir jetzt mal alle raus. So sehen die aus. Und die kommen jetzt alle auf einer Seite rauf. Jetzt muss ich natürlich eruieren, auf welcher Seite. Immer auf die, wo der spitze Winkel ist. Sage ich jetzt mal so. Und zwar ist hier auf der Seite ein Loch. Und dann wird das da nur drauf gesteckt. Wie weit? Ich weiß es nicht. Und dann kommt das später. Jetzt müssen wir das so rumdrehen. Hier rein in ein Loch. Und hier auch das, wo das dann passt. Aber ich glaube, wir müssen dann mit den kleinen anfangen und bei den großen dann weiter. Oh, man kann das auch so rum machen. Jetzt habe ich hier schon die Einspritzdüse drin. Also bereiten wir das erstmal alle einmal vor. Immer da, wo der spitze Winkel ist. So, dass wir von jeder Sorte erstmal einen haben. Jetzt brauchen wir noch den kleinen. So, und dann fangen wir mal an, die Teile reinzustecken. So, einmal hier und gehen wir davon aus, da, also immer da, wo das dann passt. Hier sind vier Löcher. Das heißt, da kommen die vier Leitungen dann irgendwie an. Welches Loch muss der denn jetzt? Achso, in den daneben.
Das ist eine kleine Herausforderung, weil wir hier ein bisschen mitbiegen müssen. Also jetzt ist mir der Kleine wieder rausgegangen. Ich weiß nicht, von Kleben ist hier keine... Aber das geht ja nur so. Mir ist der jetzt bloß leider wieder rausgeflutscht. Ich weiß auch nicht, wie weit der jetzt rein muss. Also das ist schon ein schönes Gefummel. Die Frage ist jetzt, nachher nutze ich nachher noch Kleber oder nicht. Aber so soll das dann nachher aussehen. Jetzt nehmen wir mal den dritten. So, auf jeden Fall, wenn die Einspritzdüsen beim Reinstecken müssen sie leicht knacken, also schnackeln. So, und der große noch. Deswegen ist es vielleicht doch gar nicht mal so verkehrt, wenn man mit einer Zange arbeitet. So, und dann muss man dann gucken, wo die hier ihren Platz finden. Also das sieht schon cool aus. So, ja, alle Teile geschafft. Die Frage ist jetzt, klebt man sich das an oder klebt man sich das nicht an? Also ich werde dann sehen, falls das nochmal lose gehen sollte, dann werde ich das auf jeden Fall kleben. So, jetzt mache ich erstmal noch die andere Seite ohne Kamera und dann zeige ich euch das Endergebnis. So, die beiden Seiten mit den Einspritzventilen und den Einspritzleitungen, ja genau, ist dann, ja, die sind jetzt alle dran. Also bis jetzt hält das erstmal alles so. Mal gucken, wie lange das so ist. Und wie gesagt, im Zweifelsfall werde ich überall einen kleinen Tropfen Sekundenkleber ran machen, um dann mit das Ganze dann hält. So, was sagt die Bauanleitung? Die sagt, so fertig. Also nichts weiter machen. So fertig. Aber ich werde mal trotzdem hier vorsichtig das Teil hier wieder raufsetzen. Wenn ich das denn kriege. Ha, jetzt! So, zwei Einspritzventile sind übrig. Die kommen dann mit zu den übrig gebliebenen Schrauben. Kein Problem. Die heben wir natürlich alle auf.
Ich weiß ja, dass das da drin ist. Und ja, falls das mal gebraucht wird oder so, dann haben wir Ersatz. Und wer weiß, vielleicht ist ja auch irgendwann mal da draußen einer, der sagt, ja, ich brauche noch so ein Einspritzventil, dann kann ich da helfen. Also das war hier Ausgabe 15 vom Dodge Charger. Ja, Ausgabe 15 ist erledigt. Was in Ausgabe 16 kommt, weiß ich jetzt momentan gerade nicht. Ich könnte ja mal gucken, ob ich das auf die Schnelle finde. In der Zeit können wir ja nochmal eine Passprobe machen. Ne? Das Teil wird immer größer. Das sieht schon echt heftig aus. Ah, davon mache ich nachher gleich mal ein Bild und dann zeige ich das in der Facebook-Gruppe Bau den Dodge Charger. Das werde ich auf jeden Fall machen. Das sieht schon echt cool aus. So, dann habe ich ja gesagt, wollen wir einmal mal gucken, was in der Ausgabe 16 kommt. Weil ich gucke hier einmal schnell in den Rechner rein. Weil bei Model Space ist der Baubericht ja, der offizielle Baubericht ja schon drin. In Bauphase 16 kommt auch wieder Motor Teil 4 und da kommen auch nochmal wieder orangene Teile. Ja, das war Ausgabe 15. So, noch ein bisschen polieren. Und ja, wie gesagt, das sieht schon echt cool aus, echt. Ja, ich mag auch immer sagen, echt gierig aus. Und ja, kann weitergehen, ne? Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns in Ausgabe 16 wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kickt mal wieder in.